Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die durchgängig mal wieder Highlight-Bücher hatte. Insgesamt habe ich in der Woche 2 Bücher beendet, 1 zur Hälfte gehört und in einem anderen, einem Kurzgeschichtenband, eine Geschichte gelesen und mich konnte alles sehr, sehr, sehr überzeugen. Zudem gab es auch filmtechnisch ein absolutes Highlight und Meisterwerk. Ich war im Kino, ich habe mir Tenet angeschaut und war fasziniert oder bin immer noch fasziniert von den Gedanken, die Christopher Nolan hier im Grunde uns erzählt, auf Leinwand gebracht hat und bin da mehr als begeistert. Und ich glaube, vielleicht beginnen wir damit tatsächlich auch ganz kurz. Zum einen natürlich, weil es ja auch das Kino betrifft, ich also auch im Kino war und ich ja mit einem sehr mulmigen Gefühl auch ins Kino gegangen bin. Ich muss auch sagen, dass so der Einstieg mit Maske bis zu den Sitzen schon ein bisschen mulmig war. Aber wir waren in einem relativ großen Kinosaal und wir waren vielleicht 20 Leute und es hat sich wirklich sehr, sehr, sehr aufgeteilt. Man hat auch gemerkt, wie die Lüftungen laufen, also dass man dafür gesorgt hat, dass die Luft zumindest zu Beginn auf jeden Fall in Bewegung ist. Natürlich hat man ja keine Fenster im Kino, aber ich hatte hier definitiv schon das Gefühl, dass dadurch, dass wir auch alle sehr weit verstreut saßen, dass hier wirklich für Sicherheit gesorgt ist. Ich hatte kein komisches Gefühl, auch dann die Maske abzunehmen. Das wurde an der Leinwand angezeigt. Und spätestens als dann der erste Trailer lief, muss ich echt sagen, war es im Grunde irgendwie wieder ein Kinofeeling. Also man konnte die 2,5 Stunden das draußen tatsächlich ausschließen. Und das ist ja was ich an Kino, an Filmen immer besonders finde, dass man die Realität sehr gut ausschließen kann, vergessen kann. Klappt ja mit Büchern auch, wobei man natürlich eher allein liest als dann in großen Gruppen. Das wäre ja ein Horrorszenario. Fand ich tatsächlich von der Umsetzung vom Kino sehr gut. Ich war aber auch ein bisschen enttäuscht, wie wenig Leute scheinbar sich den Blockbuster des Jahres, den Retter der Kinos in der Pandemie sozusagen ansehen, weil es war der erste Kinodienstag, es war abends 19.30 Uhr. Also tatsächlich ein bisschen merkwürdig, dass so wenig Leute waren. Natürlich kann man jetzt sagen, wie viele hätten vielleicht mehr reingepasst, aber so von den Abständen hätte ich jetzt vermutet, dass, sag ich mal, doppelt so viele Leute locker reingepasst hätten. Wir hätten alle noch genügend Platz gehabt. Aber gut, das ist natürlich, wer natürlich ein sehr mulmiges Gefühl hat, der wird natürlich nicht ins Kino gehen, wird sich da vielleicht dann auch eher einfach auf die Blu-ray freuen oder wo auch immer der Film dann laufen wird. Die Thematik ist ja auch, ich hatte ja auch im Kino nachgefragt, ob er nicht auch im Autokino laufen würde, könnte. Das war bei uns irgendwie aus Lizenzgründen nicht möglich. Ich weiß von anderen Städten, dass er dort lief. Das hätte ich persönlich auch schöner gefunden, einfach in meinem Auto sitzend den Film zu genießen. Aber es war ein wahrlicher Genuss auf der Leinwand. Ich bin gefühlt immer noch sehr sprachlos, obwohl das jetzt schon eine Woche her ist, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe viele Gedanken gemacht, ich habe mir einige Reviews, Gedanken, Ideen dazu auf YouTube angeguckt. Einfach, was haben andere gesehen, wie haben sie das empfunden, wo wird nochmal irgendwas erklärt, will ich überhaupt alles erklärt wissen. Man muss schon sagen, dass es für mich wirklich ein Meisterwerk war, das alleine aufs Bild zu bringen. Also ich möchte gar nicht zu viel von dem Film erzählen, allein grafisch wirklich, da hat meine Katze gerade ihre verrückten 5 Minuten im Hintergrund, wundert euch nicht. Bringt mich so ein bisschen außer Konzept. Das allein auf die Leinwand zu bringen, die Schauspieler top und ich möchte hier tatsächlich auch sehr lobend Robert Pattinson erwähnen, der diesen versnobten Schnösel grandios gespielt hat. Und natürlich sieht man bei Rob Pattinson immer Edward Cullen. Ich glaube, das ist der Fluch sozusagen einer so berühmten Rolle. Für mich war er einfach nie Edward Cullen, so wie ich ihn mir in meiner Fantasie vorgestellt habe. Für mich war das eine Katastrophe und ist er also auch total eigentlich fehlbesetzt,
muss ich sagen, wobei das tatsächlich nicht an ihm liegt, sondern einfach an der Rolle. Und ich habe ihn in einigen Filmen gesehen, in Remember Me, in Wasser für die Elefanten, letztes Jahr oder vor 2 Jahren in so einem Film, da war er sehr blondhaarig, ich weiß es nicht mehr, oder jetzt eben auch Tenet. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr fasziniert von seiner Leistung. Ich mag das Mienenspiel von ihm sehr gerne. Ich finde es toll, wie viel er mit einem Schmunzeln, mit einer Mundbewegung ausdrückt. Und ich fand, das hat er großartig gemacht. Und es lief auch ein Trailer zu The Batman. Und da muss man natürlich schon sagen, ob er tatsächlich jetzt für mich der neue Batman sein wird. Das stellt sich dann mit dem Film tatsächlich heraus. Aber ich bin gar nicht mehr so abgeneigt, wie ich es zu Beginn war. Das muss ich ganz klar sagen. Ich kann mir ihn durchaus mittlerweile als jungen Bruce Wayne, als jungen Batman, da geht es ja um das erste, zweite Jahr von Batman, tatsächlich irgendwie vorstellen. Und das hätte ich vor Tenet wahrscheinlich gar nicht so gekonnt. Also möchte ich lobend erwähnen, auch die anderen Schauspieler, auch der den Protagonisten spielt, das ist, Namen vergessen, auf jeden Fall ist das der Sohn von Denzel Washington und ich weiß, dass das Leute nicht mögen, wenn sie der Sohn, die Tochter, irgendwas sind, aber mir fällt gerade der Vorname von Mr. Washington nicht ein. Auch den fand ich großartig. Also auch wie viel Kraft der in die Augen legen konnte. Es ist für mich wirklich ein Meisterwerk, welche Ideen Christopher Nolan hier hat, wie er dieses Zeitebenen durchlaufen. Ja, so ein bisschen, so ähnlich hat es ja, glaube ich, auch mal Stephen Hawking beschrieben, wie eine Zeitreise, obwohl es hier nicht um direkte Zeitreise geht, wie das sein könnte, wie das möglich wäre. Dazu könnte man sich durchaus auch an den Harry Potter Filmen ein wenig orientieren, wenn Harry und Hermine zurückgehen, funktioniert das ansatzweise so, wie es Stephen Hawking gesehen hat und so. Ähnlich kann man sagen, funktioniert es auch in Tenet, also dass man nicht einfach springt und jetzt bin ich in der Zeit, sondern es eben auch ein Prozess ist. Und ich fand das faszinierend, ich fand das großartig und auch wenn mir bestimmt noch nicht alles klar ist, wenn ich auch noch nicht alles verstanden habe, für mich wirklich ein Highlight-Film und ich freue mich schon so, so sehr, den auf Blu-ray zu haben und den noch ein zweites, drittes Mal zu sehen und immer mehr Puzzlestückchen dann zu haben, die sich zusammensetzen, einfach gigantisch. Und ja, jetzt quatsche ich hier, glaube ich, schon fast 10 Minuten über Tenet und das Kino. War auf jeden Fall für mich großartig, war schön, die Welt mal draußen zu lassen. Und ja, ich habe mich wirklich relativ gut und sicher gefühlt und es war es definitiv wert. Und ja, jetzt denke ich, kommen wir einfach mal nach und nach zu den Büchern und ja, so ein Highlight muss natürlich einfach besprochen werden. Ihr findet alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Ich verlinke euch ja immer die Bücher, wenn ihr euch das irgendwie näher anschauen wollt. Auch mein eigenes Büchlein ist immer unten in der Infobox zu finden. Auch der Leseklub und Instagram findet ihr alles unten. Und der Leseklub geht ja jetzt auch im Oktober endlich weiter. Und ich glaube, wir müssten dann jetzt auch irgendwie so in der Abstimmung fürs Oktoberbuch sein. Also guckt da gerne mal vorbei, wenn ihr da gemeinsam mit uns lesen wollt. Und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also schaut gerne mal in die Infobox. 4 Bücher, wobei ich gerade das halbe Buch noch nicht so besprechen werde. Ja, habe ich gelesen. Und wir beginnen mit Kryptos von Ursula Poznanski, das neue Jugendbuch, der neue Jugendbuch-Thriller der Autorin. Weiter ging es mit After the Fire von Will Hill, was tatsächlich doch irgendwie anders war, als ich es dann erwartet hatte. Dann habe ich gelesen die erste Kurzgeschichte 1922 aus Zwischen Nacht und Dunkel von Stephen King und zu der Geschichte werde ich auch ein bisschen was erzählen. Und mitten dabei sind wir jetzt noch in Nevernight 2 von Jay Kristoff. Das zweite Buch hat den Untertitel Das Spiel und das haben wir uns im Hörbuch eben für 2 Wochen eingeteilt, dementsprechend ja, nur ganz kurz am Ende davon. Ja, wir beginnen mit Kryptos von Ursula Poznanski, was ein absolutes Highlight für mich war. Ich habe schon einige Jugendbücher der Autorin gelesen und fand sie immer von sehr gut bis grandios. Ich mag den Stil von Poznanski in den Jugendbüchern sehr, sehr gerne. Ich habe tatsächlich noch nichts aus ihrem Erwachsenen-Genre gelesen, noch keinen Erwachsenen-Thriller. Aber hier bei den Jugendbuchgeschichten war ich immer sehr fasziniert, auch von den Ideen, die sie hat.
hatte. Ich war hier mega neugierig, was es mit diesen Weltenbauern auf sich hat, wie weit wir da auch zukünftig irgendwie unterwegs sind. Und das Buch wird als klimatische Fiktion beschrieben. Es geht hier um die klimatischen Veränderungen auf unserer Welt, den Klimawandel, insofern man das so immer betiteln kann, ja. Und ja, welche Auswirkungen der im Grunde auf uns hat und was auf der Welt so passiert. Und ich finde, dass der Titel, also dieser Oberbegriff, sehr, sehr gut definitiv gewählt ist. Wir treffen auf eine junge Frau, auf Jana, und wir sind hier in einer nahen Zukunftswelt. Und in dieser verkriechen sich die Menschen in Art Wohnhäusern, Wohnblöcken und verbinden sich mit den Welten, mit im Grunde dieser großen künstlichen Welt, die erschaffen wird, wo wir eben digital eintauchen können. Und Jana ist hier im Grunde eine Weltenbauerin. Sie entwirft Welten, führt die fort, kontrolliert diese und beschreibt uns im Grunde auch durch ihre Augen ihre Welten. Und diese Welten können alles sein. Sie können futuristisch sein, sie können gegenwärtig sein, sie können aber zum Beispiel auch ein England in 1800 irgendwas zeigen. Es werden verschiedene Länder wieder dargestellt. Also es gibt dann auch ein Venedig, es gibt verschiedenste Sprünge zu Dinosauriern und so weiter. Also wir erleben mit Jana sehr viele Welten und das, muss ich ehrlich sagen, fand ich großartig, was wir da gesehen haben. Also die Welten und Länder können alles sein und werden eben durch Architekten, wie sie Jana sind, im Grunde programmiert und den Leuten zur Verfügung gestellt. Da gibt es ein System auch dahinter, was, sage ich mal, die Bezahlung und sowas angeht und auch Gründe, warum man die Menschen in diesen Welten im Grunde unterhalten möchte und auch innehalten möchte. Allerdings ist es so, dass ich als außenstehender Mensch, wenn ich eben dort mich schlafen lege, ich dann in meiner Welt, sozusagen in der regulären Welt, auch aufwache, dort der Körperhygiene nachgehen kann und dann einen echten Schlaf schlafe, während ich dann am nächsten Tag wieder in diese Welt springe. Erinnert natürlich ein bisschen an Avatar, finde ich aber gar nicht schlecht. Also man muss sagen, es gibt so einige Inspirationsquellen scheinbar für Ursula Poznanski, was sie aber immer wieder toll für sich selbst umgesetzt hat und die Inspiration nur so gedanklich, sag ich mal, spürbar ist. Doch auf einmal passiert es bei Jana in einer ihrer ruhigsten und friedlichsten und idyllischen Welten, dass es da ein spektakuläres Verbrechen gibt. Und Jana nimmt das auch nicht einfach so hin, sondern sie ist auf der Suche nach Antworten und reist in relativ viele Welten, bis sie auf etwas stößt, was sie nicht erwartet hat und bis sich dann noch ein viel größeres Geheimnis ihr eröffnet, dass es zu lösen gibt und auch im Grunde auch einfach zu verhindern gibt. Und was sie erlebt und was wir mit ihr erleben, das hätten wir und auch sie sich wahrscheinlich gar nicht erwartet und gedacht. Ja, es war für mich ein absoluter Page-Turner. Es war rasant geschrieben, es war schnell erzählt, es hatte unglaublich viele Spannungsbögen, kurze Einschübe von Gedanken, Ideen, die Weltenbeschreibungen. Wir sind von einer Welt in die nächste und haben so viel gesehen und erlebt, es war einfach der Hammer. Für mich wirklich ein Highlight im Jugendbuchsektor. Ich fand es wirklich großartig. Ich habe das in zwei Rutschen durchgelesen und beim zweiten habe ich dann nachts gedacht, ich kann mich jetzt nicht schlafen legen, ich muss unbedingt wissen, wie das im Grunde weitergeht. Es war packend erzählt, es war toll inszeniert, es ist eine Zukunftsvision, die gar nicht so weit weg ist und es deswegen auch super gruselig macht, mit sehr vielen Details, mit vielen Bildern, die sich in meinem Kopf abgespielt haben. Mich hat es, wie gesagt, so ein bisschen an Avatar erinnert, aber auch an die Matrix durchaus und auch so ein paar Elemente, gerade was diese Welten angeht, so ein bisschen an Ready Player One oder auch an Warcross von Mary Lou. Und das ist so eine Kombination, wo man sagt, okay, die Inspirationen sind eben da, weil sie auf unserer Welt sind, weil die Welt immer extremer wird, was das Wetter angeht, was überhaupt hier so passiert, was die Umwelt angeht, die Umweltbelastungen, und dass man sich hier eben nach alternativen Welten umschaut und dass man das in diesem Falle digital macht, fand ich mega. Es gab so einige Szenarien, wo ich einfach wirklich innegehalten habe und auch schockiert war. Nicht von der Geschichte, sondern dass das gar nicht für mich so weit in der Zukunft war, so viel
Fiktion ist gar nicht wahr, sondern es sich durchaus vorstellbar ist, dass das irgendwann so kommen wird. Die Idee von diesen alternativen Welten und dass ich mich im Grunde einlogge und dann eben ein Teil dieser Welt bin, mich verändern kann, da durchlaufen kann, dort leben kann, das fand ich Hammer. Ich fand, das hat auch für mich unglaublichen Spaß gemacht, diese zu entdecken, mitzureißen, diese für mich ja vielleicht auch mit anderen Augen zu sehen als Jana. Und Jana macht es einfach großartig. Ich mochte sie als Protagonistin sehr gerne, denn sie war mir nicht zu emotional, hat dementsprechend sehr viele ihrer Gedanken sehr rational erzählt. Natürlich ist sie ja auch irgendwo Programmiererin und das ist so mein Gedanke. Natürlich ist das auch ein bisschen nerdig, was ich durchaus sehr positiv finde. Und sie hat sehr vieles immer versucht, sehr sachlich zu sehen. Auch ihre Entscheidungen zum Teil sehr sachlich getroffen, ist auch nicht zu sehr tatsächlich in dieses Emotionale gekommen, was ich toll finde. Das stört mich ja oftmals an etwas jüngeren Charakteren, Protagonisten, wobei Tiana ja auch schon ein bisschen älter ist, also kein klassisches Jugendbuch im Sinne von sie ist 15, 16. Da merkt man schon, dass sie definitiv ein bisschen reifer ist und eben auch durch ja, dieses Programmieren, finde ich, einen gewissen Wesenszug hat, der mir eben sehr gut gefallen hat. Das Ende ging mir persönlich fast ein bisschen zu schnell. Da hätte ich gerne vielleicht noch 50 Seiten mehr gehabt. Ich fand es aber großartig erzählt, weil es einfach schnell war, lebendig war, bildhaft war und es hat mich wirklich von Anfang bis Ende gepackt und geflasht. Und noch vorteilhafter fand ich auch so eine anbahnende Liebesgeschichte, dass die nicht so im Fokus stand, was ja bei vielen Jugendbüchern oftmals der Fall ist, sondern dass das eher im Hintergrund lief und eben auch so diese Dramen ausgeblieben sind und man sich tatsächlich sehr auf die Geschichte konzentriert hat und auf das große Ganze. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also Ursula Ponsnanski für mich wirklich hier ein Highlight-Buch, was definitiv dann noch als echtes Buch bei mir einziehen wird. Ich bin geflasht und begeistert und definitiv ein Highlight für mich. Dann kommen wir zu After the Fire von Will Hill. Mich hatte bei dem Buch zum einen das rote Cover sehr, sehr angesprochen, dann auch noch der Klappentext und die Idee hier eine Geschichte zu erfahren, die sich eben um eine Sekte dreht und wie das so im Grunde geschehen konnte, dass es zu diesem Feuer kommt, das schon im Titel steht, was ist davor passiert und auch danach. Ich fand das mega, mega spannend. Ich glaube, es war Phil, der das Buch so ein bisschen beschrieben hatte, wie Report der Mark trifft das Institut. Hat es für mich nur bedingt getroffen, Reporter Mark definitiv, weil natürlich hat man da bei Margaret Atwood ja auch im Grunde eine Art Sekte, die sich da im Grunde auf etwas stützt und darauf ja auch die Macht sich dann ausbaut. Das Institut war für mich definitiv schon noch ein bisschen was anderes, aber der Grundtenor war natürlich schon treffend, weil sich das Institut ja auch an einem Ort abgespielt hat und hier das davor eben auch in diesem Sektenlager, in dieser Sektenbasis gespielt hat. Wir treffen in der Geschichte auf die 17-jährige Moonbeam, die uns jetzt im Grunde erzählt. Jetzt ist sie in einer psychiatrischen Klinik und wird dort im Grunde psychologisch betreut und sie erzählt uns, was im Grunde passiert ist. Wir haben die Erzählebene von davor. Da erzählt uns Moonbeam eben das Leben in dieser Sekte, bei diesen Gotteslegionären, wie das aufgebaut war, wie das Sektenleben funktioniert hat, was es mit Bestrafungen auf sich hatte, wenn Leute verbannt wurden, wann man Ketzer war, wie auch wirklich Menschen vor aller Mannschaft im Grunde in irgendwelche Container gesperrt wurden, um da zu schmoren, wie mit Frauen umgegangen wurde und auch mit Mädchen, wie auch der oberste Guru sozusagen seine Macht gestärkt hat, dass das sehr viel auch mit Angst schüren zu tun hat. Und gleichzeitig erzählt uns eben Moonbeam dieses Leben, das für sie ja ganz normal ist. Und das erzählt sie uns auch, als wäre es normal, obwohl sie schon, glaube ich, ahnt, dass das Leben draußen eben ein anderes ist. Und dann haben wir eben diesen Teil, der danach spielt, wo sie uns eben erzählt, zusammen mit ihrem psychologischen Betreuer und auch dem FBI-Agenten und dann auch in Umgebung mit anderen Überlebenden, wie sie diese unsere
echte Welt im Grunde irgendwie wahrnimmt. Aber Moonbeam hat auch ein Geheimnis und das gibt es natürlich für uns auch zu erforschen, denn wir ahnen das schon relativ früh, weil sie uns das im Grunde in ihren Gedanken schon erzählt, dass sie auch immer mal so Bögen macht um Geschichten und dann eben auch ganz bewusst sagt, nein, das erzähle ich jetzt nicht, aber sie hat es für uns im Grunde schon gedacht und das war wirklich großartig. Also ja, man muss es mögen, dass man hier im Grunde eine Art Sekte tatsächlich verfolgt. Man muss damit auch klarkommen, dass es sowas gibt. Denn wie hinten dann auch am Ende des Buches erzählt wird, erzählt uns Bill Hill, dass er sich schon an so mancher, an manchem Sektenleben im Grunde ja orientiert hat. Was macht eine Sekte zu einer Sekte? Wie funktioniert das? Wieso laufen normale, intelligente Menschen so etwas hinterher? Und man muss dafür definitiv gewappnet sein. Also das muss einem ganz klar sein. Ich glaube schon, dass manches sehr schockiert. Man kann natürlich sagen, hier haben wir nur Fiktion. In meinem Kopf war aber schon die ganze Zeit, das gibt es wirklich. Also so funktioniert das. Und gerade wenn man schon vielleicht 2, 3 Biografien auch von Sektenaussteigern gelesen hat, dann weiß man, dass das genau so funktioniert. Vielleicht immer ein bisschen anders in Varianten, aber das Große ist eben immer diese Angst und das ist ja auch bei sehr vielen Religionen tatsächlich der Fall, dass das ja immer die Angst vor dem Tod, die Angst zu allem ist, dass man sich eben so verhält, wie es die Kirche, der Glaube, die Religion möchte und dass man eben sagt, da ist immer, wird immer mit Angst gearbeitet und das fand ich hier faszinierend. Für mich auch ein absolutes Highlight, was ich rutschfutsch gelesen habe. Es war ebenfalls sehr packend geschrieben, es war sehr spannend und ich konnte das auch kaum irgendwie aus den Händen legen. Was ich hier wirklich großes Kino fand, war die Ich-Perspektive, denn die passte hier perfekt. Also sie war wirklich sehr gut gewählt, eine Ich-Perspektive. Ich lese das super gerne, wenn ich wirklich im Kopf der Protagonistin bin, bin da gerne mit dabei. Macht nicht bei jedem Genre unbedingt Sinn, aber hier war es wirklich absolut perfekt. Wir sind wirklich im Kopf von Moonbeam und wir erleben eben, was sie denkt, was sie sagt, wann sie etwas bewusst nicht sagt, wie sie auch Erinnerungen vielleicht dem Gegenüber jetzt im Danach im Grunde verändert erzählt. Und wir lernen sie so unglaublich gut kennen und bekommen irgendwann einen sehr engen Bezug zu ihr. Gleichzeitig hält sie uns Leser aber trotzdem auf Distanz, weil natürlich manche ihrer Gedanken so weit weg sind und so nah bei der Sekte sind, dass man als Außenstehender nur denkt, ja Mädel, wie konntest du daran nur festhalten? Aber man kann das gar nicht in Frage stellen, denn wenn man natürlich gar kein anderes Leben kennt, dann, also dann ist das so. Ne? Also da gibt es ja auch genügend Beispiele, wenn eben Kinder zum Beispiel in einem Keller aufwachsen, dann kennen die das nicht anders, dann stellen die das nicht in Frage. Oder wenn man Scheidungskinder oder wenn die einen Elternteil recht früh verloren haben, wenn man die fragt, vermisst du denn den anderen Elternteil, dann gucken die einen ja auch an und sagen, ich kenne es ja gar nicht anders, was soll ich vermissen? Und ja, also das ist im Grunde ein ähnliches Spiel, was man immer wieder mit Moonbeam sozusagen in Gedanken beim Lesen dann eben auch sich fragt und sie fragt und natürlich antwortet sie einem nicht direkt, aber ja, es ist sehr locker geschrieben, sehr flüssig, sehr schnell. Die Dialoge fand ich großartig, das hat die Geschichte wirklich rasant gemacht und hat tiefe Einblicke auch in die Polizeiarbeit natürlich gegeben, auch die Hintergründe, was ist da los. Es hatte aber gleichzeitig sehr viel Tiefgang und auch ganz viel Bedrückung. Gerade wenn wir eben davor waren und diese Sekte kennengelernt haben und erlebt haben, wie da mit Menschen umgegangen wird und was, also ja, spätestens wenn dann auch der FBI-Agent dazukommt, der doch recht offen sagt, was er denkt, da ist man dabei und denkt sich, ja, also genau, er hat recht, genau aus den Gründen gab es diese Sekte. Es funktioniert für mich unglaublich gut, dass wir zwar so nah sind, aber trotzdem auch ein bisschen distanziert sind, dass sie auch so eine Entwicklung macht und so tiefgründig uns was erzählen kann. Und auch wenn zum Teil manche Dinge unbegreiflich sind, wie man das hinnehmen kann als klar denkender Mensch, ja, umso mehr weiß man halt, es ist tatsächlich so. Und es ist einfach mega erschreckend zu wissen, dass das auf der Welt, dass es das gibt, dass es Menschen eben auch gibt, die Sekten anfälliger sind. Das klingt so gemein und böse, aber
Das kann uns ja allen passieren, ne? Also es muss ja nur einer mit einer überzeugenden Idee kommen, dann ist man da vorher auch gar nicht gefeit. Und das finde ich tatsächlich irgendwie erschreckend. Es ist für mich so eine Mischung aus Thriller und Drama und im Grunde greift es eben auch diese Sektengedanken sehr auf. Und also diese Angst, dass man dem verfällt, das war bei mir recht tief gesessen. Das muss ich ganz klar sagen, dass mich das schon sehr schockiert und erschrocken hat. Und ich bin jetzt auf dieser Ebene nicht total ohne Wissen. Also wie gesagt, ich habe schon einige Bücher von Aussteigern, von Sekten und Glaubensrichtungen, je nachdem, was man als Sekte definiert, gelesen. Und da wird einem ja genau das im Grunde so erzählt. Und also es ist tatsächlich einfach so. Und das ist eigentlich das Schockierende. Und es wird hier halt sehr blank und direkt, natürlich mit ein bisschen mehr on top, sage ich mal, erzählt, dass es auch ein bisschen tiefer, glaube ich, geht und einen aufrüttelt und wach macht. Und ja, ein großartiges Buch, hat mich sehr begeistert, sehr geflasht, wird als echtes Buch definitiv auch noch bei mir einziehen, weil ich definitiv schon glaube, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich dieses Buch lese. Also wirklich, ja, das hat Will Hill wirklich gut gemacht. Und ich bin sehr gespannt, ob wir von ihm mal noch irgendwie dann ein Buch lesen, ob da noch was kommt und in welche Richtung das dann geht. Dann kommen wir zur ersten Kurzgeschichte aus Zwischen Nacht und Dunkel von Stephen King. Das Büchlein enthält 4 Novellen bzw. Kurzgeschichten und zusammen mit einer lieben Freundin, Grüße in die Schweiz, lese ich jetzt jede Woche eine Geschichte bzw. Geschichte 3 und 4 fassen wir in einer Woche zusammen, weil die von der Seitenzahl einfach so gering sind, dass wir gesagt haben, das bekommen wir auch in einer Woche hin. Die erste Geschichte ist, glaube ich, eine relativ bekannte Geschichte, weil sie auch schon verfilmt wurde und auf Netflix auch zu sehen ist. Und zwar ist das 1922 und das ist auch gleichzeitig die längste Novelle, Kurzgeschichte in dieser Sammlung. Ich weiß immer nicht, wo man eine Grenze zieht zwischen Novelle und Kurzgeschichte, aber ich glaube, mit knapp 200 Seiten, glaube ich, die sie hatte, ja, also ist es im Grunde definitiv schon eher eine Kurzgeschichte als Novelle, die ich vielleicht bei eher unter 100 Seiten einstufen würde, je nachdem. Oder umgedreht, ist es eine Novelle und eine Kurzgeschichte ist unter 100 Seiten. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da so darüber denkt. Wir haben hier den Ich-Erzähler Wilfred James, der irgendwie eigentlich ein ganz zufriedenes Leben als Farmer lebt, bis seine Frau irgendwann noch mehr Grund erbt von ihrem Vater, das Nebengrundstück, und dieses unbedingt verkaufen möchte. Das lässt ihn nicht so richtig los, denn eigentlich möchte er auf seiner Farm bleiben, er will, dass das Leben so bleibt, er mag keine Veränderungen und sagt das seiner Frau auch klar. Diese möchte aber eigentlich in die Großstadt, denn seine Frau Alette sieht sich irgendwie nicht mehr auf der Farm. Sie will ein Modegeschäft, sie will das Leben genießen und sie will auch den gemeinsamen Sohn Henry mitnehmen. Und das möchte sich Wilfred definitiv nicht gefallen lassen. Und so plant er einen sehr perfiden Plan, muss man schon sagen, in den er auch seinen Sohn als Komplizen mit einbaut, wie er jetzt im Grunde seine Frau tötet. Und zieht diesen Tod dann auch durch. Doch, so einfach ist das natürlich nicht, einen Menschen einfach umzubringen. Und spätestens als der Sheriff eine Art Verdacht schöpft, merkt Wilfred, dass das nicht sein größtes Problem ist, denn es passieren dann doch etwas sonderbare Dinge auf seiner Farm und in seiner Umgebung. Ja, Stephen King schreibt so schön oder hat irgendwo angemerkt, nach dieser Geschichte hat er ein paar Nächte das Licht angelassen. Ja, die Geschichte bekommt von mir, würde ich sagen, 4 Sterne. Es ist definitiv eine sehr, sehr gelungene Kurzgeschichte von Stephen King, mit dem ich ja nicht immer ganz freudig bin, wenn es um Kurzgeschichten geht. Es ist eine Geschichte um Schuld und Reue und natürlich auch Korruption. Und hat auch so ein bisschen was, dass sie in uns wahrscheinlich so manche Geistertrigger, sag ich mal, anschaltet. Es ist sehr spannend aufgebaut, also wirklich super interessant ausgebaut auch. Es ist tiefgründig und die Charaktere haben auch einen ganz besonderen Blick von Stephen King bekommen. Ich finde, das kann er sowieso unglaublich gut, Charaktere sehen, wahrnehmen und dann eben auch beschreiben. Ich finde, das ist die große Kunst von Stephen King und das schafft er hier auf jeden Fall auch. In der Mitte gab es für mich so die ein oder andere Länge und es war mir an einigen Stellen auch zu brutal.
gerade die Szenen gegenüber den Tieren. Also da bin ich einfach empfindlich und das mag total merkwürdig sein, aber wenn es um Kinder geht und um Tiere, da vertrage ich nicht sehr viel. Und da waren für mich einfach zwei, drei Szenen drin, wo ich dachte, oh, das hätte man auch ein bisschen unbrutaler machen können. Ja, kann ich einfach nicht so ab und ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen früher die Kamera sozusagen abschwenkt und mich nicht ganz so detailreich da mitnimmt. Es gibt auch die Verfilmung auf Netflix, hatte ich diese Woche auch schon in Überlegung zu schauen, war aber dann tatsächlich nicht so in Stimmung für dieses Genre als Film, möchte ich mir aber unbedingt noch ansehen, denn die Geschichte ist definitiv, also ja, kann glaube ich auch in 1,5 bis 2 Stunden sehr gut verfilmt sein und kann auch diese Ruhe, diese Stille und trotzdem diese Unruhe ja im Grunde gut beschreiben, wenn man so möchte. Und ich glaube, dass das ein Film sehr, sehr gut einfangen kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Film schon gesehen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie euch der gefallen hat. Ja, ich bin erfreut, dass sie mir gefallen hat, die Geschichte. Ich habe einen Hinweis noch gesehen auf dem King Wikipedia zum Hörbuch, denn da wurde der Schluss der Novelle tatsächlich gekürzt und verändert sozusagen auch das Ende der Geschichte. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich das Ende tatsächlich hier auch sehr gelungen finde, was bei King ja nicht immer so klappt. Aber hier fand ich das Ende wirklich toll und frage mich gerade, wie ich das Ende empfunden hätte, wenn ich das Ende nicht hätte, was ich habe. Hat das Sinn gemacht? Also ja, ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass man ja ganz bewusst etwas weglässt, etwas kürzt und das gerade beim Ende macht und sich eigentlich klar sein muss, dass das eine Veränderung im Ende macht. Ja, aber ja, fand ich gut, hat mir bisher Spaß gemacht. Es sind jetzt ja noch 3 Geschichten. Die nächste Woche lesen wir Big Driver, auf die bin ich auch schon sehr neugierig und ja, seht ihr dann jetzt in der nächsten Woche, wie mir das gefallen hat. Und dann kommen wir noch zur ersten Hälfte von Nevernight 2, das Spiel von Jade Kristoff. Ich habe ja über das erste Buch extremst geschwärmt. Es ist ja dann auch schon als echtes Buch bei mir eingezogen, weil ich diese Geschichte einfach so großartig fand. Und ja, Becky und ich hören jetzt den zweiten Teil weiter. Es wird wieder von Robert Frank gesprochen, der das einfach hammermäßig macht. Also ein Wahnsinns-Hörbuchsprecher, der so viel Atmosphäre schafft, auch wie er Charakteren Leben einhaucht, wie er es übernimmt, wenn im Buch mit uns als Leser gesprochen wird und wie er uns dann auch anredet. Ich finde das großes, großes Kino und wir hören das jetzt wieder über 2 Wochen. Das heißt, in der nächsten Bücherwoche gibt es dann ja im Grunde die finale Rezension. Ich kann aber schon so viel sagen, dass der dritte Band mittlerweile auch schon eingezogen ist. Also es ist bisher wirklich großartig. Und auf was ich gerade zu Beginn des Buches zu sprechen kommen möchte, was mich echt umgehauen hat, ist das Personenregister. Das klingt so total banal und ja, weiß man, haben viele Bücher meistens am Ende so eine Info, wer ist wann und wo und wie und wieso. Und hier wird uns das zu Beginn nochmal vorgelesen und erzählt, wer ist und welche Rolle er auch im ersten Teil gespielt hat, was natürlich ein guter Rückblick ist, gerade wenn man vielleicht die Bücher reell beim Erscheinungstermin gelesen hat und dann irgendwie ein Jahr gewartet hat. Und ich habe noch nie so viel in einem Personenregister gelacht. Wie da Personen beschrieben wurde, wie ihre Taten erzählt wurden, wie sie überhaupt einfach, ja, im Grunde uns nochmal vorgestellt wurden. Ich habe so gelacht. Und es gibt auch einen anderen Charakter, der mit unserer Mia, der Protagonistin, so ein bisschen ein Problem hat. Und dann wird sie beschrieben und dann kommt am Ende, ja, wir würden ihre Beziehung wohl als kompliziert beschreiben. Und ja, liebe Leser, das ist sarkastisch gemeint. Und ich lag wirklich am Boden und das schon alleine nach einer Viertelstunde Personenregister. Ich habe echt gedacht, ich liebe den Stil von Jay Kristoff. Ich mag diesen Humor, ich mag diesen Sarkasmus, ich mag diese Düsternis, diese große, epische Welt. Ich mag Mia als Badass-Protagonistin und die ihren Weg geht und dabei aber auch ihren Humor irgendwie nicht verliert. Ich mag diese Ideen mit dieser Dunkelin und dieser Nicht-Katze und jetzt haben wir noch einen Nicht-Wolf. Ich bin einfach, ich finde das großes Kino. Also mir macht es großen, großen Spaß und ich freue mich dann, wenn es spätestens im Oktober auch mit dem dritten Teil weitergeht, dann auch auf den Abschluss der Reihe und bin jetzt
aber gespannt in der zweiten Hälfte der Geschichte, wo das alles hinläuft, was sich auflöst und wie dann der Showdown im zweiten Teil sein wird. Und man kann schon so viel definitiv sagen, dass das kein klassischer zweiter Band ist, der irgendwie so ein Lückenfüller ist, sondern es geht einfach genauso spannend und packend wie im ersten Teil weiter. Und es passiert so viel auf so wenigen Seiten und es ist wirklich irre. Also großes, großes Bücherkino macht mir wirklich großen, großen Spaß. Und das waren sie jetzt auch schon, die 4 Bücher der Woche. Also eine richtig, richtig tolle Bücherwoche mit einem grandiosen Film und den Start auch noch einer Serie. Und zwar habe ich mit Away auf Netflix angefangen. Das ist eine Serie, ich glaube jetzt in Staffel 1. Ich vermute mal, es wird noch eine weitere Staffel geben, aber ich weiß es gerade noch nicht. Und hat 10 Folgen, also circa eine Dreiviertelstunde. Und geht um Astronauten, die sich auf den Weg machen zum Mars, um dort zu beweisen, dass Leben existieren kann, beziehungsweise dass auch schon Leben existiert hat. Und ja, wir verfolgen im Grunde eine Astronautin als Hauptcharakter, die gespielt wird von Hilary Swank. Und wir erleben natürlich so ihre Familie drumherum, auch die Vorgeschichten der anderen Astronauten und sind hier halt wirklich in einer Mars-Mission unterwegs. Und ich glaube schon in Folge 1 oder 2 machen wir einen Zwischenstopp auf dem Mond und es war großartig. Also da merke ich, dass neben Fantasy mein Herz definitiv auch bei der Science-Fiction schlägt und gerade einfach mal so auf den Mond fliegen und die Erde sehen, das wäre ja auch ein ganz, ganz großer Traum von mir. Nein, es wäre nicht, das ist ein großer Traum, der sich aber natürlich in diesem Leben nicht erfüllen wird. Aber sollte ich mal Milliardär sein und die Möglichkeit haben, zum Mond zu fliegen, ich buche ein Ticket bei Tesla, also bei Elon Musk, SpaceX. Also ich wäre da sofort dabei. Also es ist ein Genre, was ich super gerne mag. Ich mag diese Vorstellung, dass man den Weltraum entdeckt, dass man da unterwegs ist. Ich finde es faszinierend, was da so drumherum passiert. Ich bin jetzt leider nicht der größte Fan von Hilary Swank. Habe so ein bisschen meine Probleme mit ihr und ich weiß gar nicht so richtig, woran es liegt. Ob es die Mimik ist, ob es das Mienspiel ist, ob es ihr für mich manchmal drüber ist, also dieses Overacting, ich weiß es nicht, habe auch in der Serie so meine Probleme mit ihr, aber ich finde es soweit ganz spannend, interessant und weiß halt nur nicht, ob es jetzt in Staffel 1 dann abgeschlossen ist oder ob es in Staffel 2 geben wird, werde auf jeden Fall noch weiterschauen, habe jetzt glaube ich bis Sonntag 2 oder 2,5 Folgen geguckt gehabt. Und habe nur so etwas in meinem Kopf, wo ich mich wirklich frage, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das ja alles, also es müssen ja in ihren Fachgebieten, müssen diese Astronauten ja wirkliche Fachmenschen sein, also der beste Botaniker, die beste Ärztin, der beste Mechaniker, die beste, keine Ahnung, Pilotin. Und das sind für mich, stelle ich mir in meiner naiven Welt wahrscheinlich so vor, dass das alles gestandene Personen sind, die im Leben stehen, wissen, was sie wollen, wofür sie das tun und und manchmal habe ich den Eindruck, und das ist hoffentlich nur ein Eindruck, und dass die Menschen alle ihr Päckchen zu tragen haben. Es ist ja nichts anderes wie, ich sage jetzt mal, bei uns normalen Menschen. Mein Problem ist nur, dass sie ihre Päckchen ständig vor sich rumtragen und ihre Päckchen immer wieder aufplatzen. Und ich denke mir so, nein, ich möchte mit niemandem auf einer Mars-Mission sein, der Liebeskummer hat. Oder keine Ahnung. Und ich finde das mega anstrengend. Und ich frage mich, ob das, also jetzt kann man natürlich von Realismus bei Science-Fiction sowieso, aber vielleicht habt ihr dazu ja auch Gedanken. Ich finde das immer sehr erschreckend. Also diese Vorstellung, dass das, also dass die so gefühlsgetrieben sind, das ist für mich so unrealistisch. Und dass das Menschen sind, die so auf Emotionen sind und mehr auf ihren Bauch hören als auf den Verstand. Ich weiß, also ich hoffe, dass das nicht so ist. Also ja, aber das könnt ihr mir gerne, also wirklich, lasst uns gerne mal in die Kommentare austauschen, wie ihr das so empfindet. Ob das die Menschen, die Darsteller einfach nur näher an den Zuschauer bringen soll, so aller, der ist ja so wie ich. Aber mir ist doch ganz klar, dass das nicht so ist. Also ich glaube, dass ich definitiv viel zu emotional wäre, um auf den Mars zu fliegen. Also in so einer Mission, also vielleicht so als Tourist mag das funktionieren, aber also wisst ihr, wie ich meine? Also ja, aber sonst macht mir die Serie Spaß und ich sehe darüber so hinweg und bin einfach gespannt, wie das jetzt in Staffel 1 weitergeht. Werde da auf jeden Fall nächste Woche noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich glaube, das war es soweit zu der Bücherwoche. Zur aktuellen Woche kann ich sagen, dass es morgens jetzt immer 4 Grad hatte.
also gestern und heute, und es echt kalt war. Also für Anfang September 4 Grad, das ist ja, also das hat man ja manchmal im Dezember, Januar nicht, finde ich schon verrückt. Also, dass man eigentlich schon die Heizungen andrehen müsste, ich schon mit Wärmflasche auf der Couch sitze, weil es echt kalt ist. Das muss ich echt sagen, hätte es im September noch nicht gebraucht. Also, ja, aber es scheint zum Glück die Sonne, es ist trocken. Ich versuche da das Positive zu sehen, aber 4 Grad am Morgen ist schon verdammt kalt. Aber gut, ja, das war's zu den Büchern, das war's zu der Woche. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, was ihr gerade so gelesen habt, was euer letztes Highlight war, was euch begeistern konnte, ob ihr mittlerweile schon mal im Kino wart oder auch Tenet gesehen habt. Lasst mich das gerne wissen, aber zu Tenet natürlich bitte spoilerfrei in den Kommentaren. Das fände ich ganz wichtig für alle, die sich den Film noch anschauen wollen. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.